Menschen, die vor Krieg und Terror und vor Hunger geflüchtet sind und nicht mehr wollen, als hier in Frieden leben und eine Zukunft für ihre Kinder, die werden von uns behandelt wie Schwerverbrecher. Da werden Spindkontrollen durchgeführt, da werden Leute, die mehr als 3 Tage von ihrem Aufenthaltsort, Wohnung kann man das ja nicht bezeichnen, abwesend sind, die sollen aus der Grundversorgung gestrichen werden. Zuletzt hat man Handykontrollen durchgeführt und wer mehr als 100 Euro Guthaben auf seinem Handy hat, auch der sollte aus der Grundversorgung gestrichen werden. Ich frage mich, was ist aus uns geworden? Das können wir doch nicht wollen. In so einer Welt wollen wir doch nicht leben. Lasst uns aufstehen gegen diese Willkür von wenigen Rechtsextremen. Aufstehen, Widerstand leisten, um wieder Menschlichkeit einkehren zu lassen. Deshalb bin ich gegen Willkür.